Heute habe ich gleich zwei Anleitungen für dich. Einmal diese Geschenktüte, die wirklich geräumig ist, wo viel reinpasst, aus einem Designerpapier gebastelt. Und dann ein Schüttelanhänger dazu, den du anhängen kannst oder auch wieder abnehmen und verschenken. Wie das geht, das kommt jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und es geht weiter in unserem Demo-Doppel. Annalena und ich zeigen Ideen mit einer Produktreihe von Stampin' Up. Aktuell liegt auf unserem Basteltisch die Produktreihe Shoppen und Genießen mit dem Stempelset Bummelzeit und den Stanzformen. Schüttelanhänger sind ja immer sehr beliebt. Ich habe letztens diese Karten gezeigt. Das ist hier eine Double Pocket Fold Card und der Anhänger hier vorne, den kannst du natürlich rausnehmen und wieder reinstecken. Eine schöne Idee zum Weiterverwenden dann auch. Die Geschenkten können da sicher noch mehr Freude mitmachen. Die Anleitung dazu zeige ich und verlinke ich. Gezeigt ist sie schon, ich verlinke sie. Ja, Demo-Doppel, das erste mit dieser Produktreihe, das waren das Thema Gutscheine. Und da hat Annalena eine wunderschöne Karte gemacht und ich habe eine Verpackung gezeigt, nämlich diese Geldbörse, wo hier der Gutschein oder auch Geldschein reinpasst und die Grüße auf der anderen Seite und das Ganze in Form eines Portemonnaies oder einer Geldbörse. Heute also geschüttelt, das Thema Schütteln. Annalena wird sicher eine tolle Schüttelidee zeigen. Und ich zeige diesen Anhänger mit der passenden Tüte dazu. Ich denke mal, ich fange trotzdem mit der Tüte an. Das sind ja Maße, die man variieren kann. Ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme das komplette Blatt und werde die Tiefe der Tüte auf 3,5 cm nehmen. Ich ziehe erstmal das Beinchen raus und falze die Längslinien. Die erste ist bei 11 cm. Die nächste bei 14,5, dann eine bei 25,5 und die letzte bei 29 und das heißt, uns bleibt eine gute Klebefläche übrig. Die müssen wir ja immer einplanen. Unten gehen wir schon mal auf 3,5. Oben habe ich mir gedacht, schneide ich mal 3,5 ab, dann wird die Tüte etwas kürzer. Nicht ganz so lang, ging also auch länger für Flaschen zum Beispiel. Eine schöne Flaschenverpackung passt dann noch was anderes daneben. Und ich setze hier nochmal eine Falzlinie auch bei 3,5. Und dann ist mein Blatt auch schon fertig mit Linien versehen, mit Falzlinien. Hier siehst du ja, sind Geschäfte drauf und dass die richtig rum nachher sind, ist eine wichtige Sache, sonst stehen die auf dem Kopf. Also achte da einfach drauf bei deinem Papier. Gut, hier unten wird also nach innen gefaltet, das wird unser Boden. Hier oben habe ich nach außen gefaltet, das ist der Rand. Und wenn ich will, kann ich nachher hier den Streifen, den ich abgeschnitten habe, unten nochmal draufsetzen. Jetzt wird quer gefaltet bei 11 cm, bei 14,5 und bei 25,5, wo ist er hier? Und die letzte bei 8, bei 29, sorry, bei 29. Wir brauchen ja 3,5. Und jetzt überlege ich ganz schnell, was ich tue. Ist immer wichtig, dass man vorher überlegt. Hier oben schneide ich schon mal die Ecke raus, weil das wird mir sonst zu wulstig mit meinem Rand. Und unten schneide ich die gleiche Ecke auch raus, weil die brauchen wir nicht bei der Kleberei. So, das schneide ich ein bisschen schräg und jetzt wird hier eingeschnitten. Unten für den Boden jeweils die senkrechten bis zur ersten Querlinie, sprich 3,5 cm als Klebefläche. Wenn wir das hier oben umgefaltet haben und wirklich erst dann kannst du zusammenkleben. Habe ich vorhin in meinem Video falsch gemacht und musste dann nochmal neu anfangen. Das ist jetzt das Neuanfangen. Hier also auf diese Fläche ein doppelseitiges Abreißklebeband, Schutzfolie abziehen, hier einmal rüberfalzen, gucken, dass es oben und unten gerade liegt. Wenn das nicht funktioniert, wenn das so nicht flach liegt, dann ist irgendwas falsch. Dann musst du nochmal nachmessen bei deiner Tüte. So, in jede Richtung. Meine Umfalzung hat auch funktioniert. Die sitzt jetzt einfach hier oben. Wenn ich möchte, könnte ich nun auch noch Bänder anbringen. Das habe ich bei der Tüte gemacht.
Wie mache ich das? Das zeige ich jetzt mal, aber wahrscheinlich wird diese Tüte ohne Bänder. Nein, sie ist mit Bändern. Okay, sie ist mit Bändern. Also, das heißt, ich nehme meine Lochzange. Wenn ich das besonders schicki haben möchte, dann würde ich mir das ausmessen. So brauche ich das nicht. Es ist übrigens die Stelle, wo man auch hätte vorher machen können, aber man muss auch mal Opfer bringen. Ich loche hier einfach so einen Halbkreis rein. Und auf der anderen Seite auch. Ich bin vom Abstand etwa bei 2 cm vom Rand. Und dann habe ich das schon fertig. Ich zeige dir das gleich. Hier oben siehst du meine Aussparungen für mein Band. Und dann, je nachdem, wie lang ich die Henkel haben möchte, schneide ich mir mal 2 zurecht. Nicht so extrem lang, oder? Soll es eine Schlenkertasche werden oder nicht? Machen wir mal die Länge. Ja, du merkst schon, hier wird ziemlich viel so, sage mal, variiert. Das heißt, ich gehe hier rein, hole jetzt das Ende hier durch, ziehe es vorsichtig durch, Nummer 1 sitzt drinne. Und auf der anderen Seite Nummer 2. Macht sich mit so einer Häkelnadel eigentlich ziemlich gut. Genau. Ja, und dann wird es einfach fixiert. Und da hast du jetzt Möglichkeiten. Entweder machst du einen Knoten oder ich setze hier einfach doppelseitiges Klebeband auf. Und guck mal, ob das so funktioniert. Bei der anderen habe ich es echt vorher geklebt. Fällt mir jetzt wieder ein. Das ist jetzt natürlich schon wieder 3 Wochen her. So, und dann ziehe ich das raus, so dass der Kleber drin sitzt. Und dann ziehe ich das hier drüben genauso raus, so dass kein Bändchen rausguckt und der Kleber drin sitzt. Genau. So, der erste Henkel ist fertig und das mache ich gegenüberliegend genauso. Und dann kann ich mir das hier nochmal fixieren, das ganze Teil, damit das gut hält. So, funktioniert. Und andere Seite identisch. Ich habe ja gesagt, ich zeige 2 Anleitungen. Das ist also Nummer 1 und der Schüttelanhänger kommt gleich. Schauen, dass ich keine Schlingen hier reinbaue. Und reinziehen. Also mit Schlingen, was meine ich da? Dass es sich nicht verdreht, mein Bändchen. Das ist wichtig. Ja, für die Henkel gibt es ja mal 1000 Möglichkeiten. Das ist mal eine Variante, die, ja, ich weiß nicht, ob sie sich bewährt, ne? Das bei dem anderen, das finde ich richtig stabil, das habe ich einfach vorher geklebt, da konnte ich das richtig gut fixieren. Jetzt schauen wir mal hier. Drin ist es. Da müssen wir wahrscheinlich ein paar Fransen abschneiden. So, und jetzt haben wir das so wunderbar, dass wir die Schlingen vergleichen können. Prima. Meine Henkel stehen schon mal und der Boden auf der anderen Seite. Hier ist die Naht, hier hinten. Das heißt, diese Klappe vorne, auf der gegenüberliegenden Seite, möchte ich als Deckung drauf haben. Auf die trage ich jetzt mein doppelseitiges Abreißklebeband auf. Und dann geht das los. Habe ich dir eigentlich schon das gezeigt, was ich die letzten 3 Stunden gemacht habe? Ich variiere ja doch gerne und probiere Sachen aus. Schüttelanhänger, die letzten, die ich dir eben zeigte, wo ich auch das Video verlinke, die waren ja aus Stanzformen, die es nicht mehr gibt. Diese heute, die ich dir gleich zeigen werde, die sind hier nämlich, die sind aus den Stanzformen der Anhänger. Basics Anhänger, glaube ich, heißt das. Wird alles verlinkt, ist klar. Und hier habe ich vorhin 3 Stunden, würde ich sagen, gefriemelt und gefummelt. Schau mal, schüttel, schüttel, schüttel. Unten sogar andersfarbig als oben. Oben bunt und unten diesen silbernen Schimmer. Ja, mit viel Kleinkram gestempelt und gestanzt. Bummelzeit ist also wirklich ergiebig, ohne Ende. Ideen bis zum Abwinken. Hier ist ein Bücherregal reingestempelt. Das wäre also für ein Anhänger für eine Buchhandlung, für einen Gutschein. In der Buchhandlung. Früher hatte ich ja auch mal eine Buchhandlung. Also da konnte man zum Beispiel eine Nacht in der Buchhandlung verbringen. Ja, ist eine coole Idee.
Also, wer das mag. So, meine Tüte ist schon mal fertig. Du siehst, das lässt sich einfach variieren. Mach dir dazu mal, ich zeige das nur ganz kurz, eine Skizze, wie das bei mir aussieht. Das kann man immer und überall machen. Das habe ich letztens im Zug gemalt. Das ist also kein Hexenwerk, einfach nur eine Idee. Und mit solchen Skizzen kann man sich sehr gut behelfen, wenn man etwas entwirft oder sagt, ich möchte es aber so und so haben, das muss ich verpacken. Okay, so, die Anhänger, Ganzformen sind diese, genau. Es ginge übrigens auch hier mit den neuen achteckigen Stanzelementen, aber hier, es geht mit allem. Das kannst du auch mit Schere und ohne Lineal loslegen. Wir wissen, es geht immer alles. Hier übrigens, das finde ich auch total schick vom Design. Aber jetzt wollen wir uns mal nicht verquatschen. Also, ich habe einmal weiß gestanzt, ich habe in Calypso gestanzt. Ich habe natürlich immer mehrere gestanzt, falls was schief geht. Und ich sage dir, es geht ständig was schief. Das können wir da unten noch ransetzen, machen wir auch noch. Und hier habe ich gestanzt und die kleinere Stanzform einfach noch mal reingesetzt und ausgestanzt. Dann aus Klarsichtfolie, in dem Fall die bedruckte, die es auch gibt. Und zwar gehört die zu den bezaubernden Ballons. Ich lerne noch ein bisschen Begriffe. Habe das gleich hinterlegt, indem ich das ja einmal dünn mit Kleber eingestrichen habe, die Form und die Folie draufgesetzt habe. Ist jetzt gut getrocknet, klebt auch überhaupt gar nicht mehr. Dann nehme ich mir schon mal diese Klebestreifen. Die sind wunderbar, diese Abstandsklebestreifen. Und die setze ich komplett, soweit es geht, hier im Rahmen außen einmal drauf, so dass sie sich auch nicht biegen. Und du siehst schon, da geht echt was. Mal gucken, dass es nicht außen übersteht. Hier hat es irgendwas angeklebt. Das sollte nicht sein. Und muss ich wirklich ein kleines Stück abschneiden und nehme mir dann nochmal einen zweiten und setze da unten nahtlos, ganz wichtig, das zweite Element rein. Ja, wenn du das mehrfarbig haben möchtest, einfach in der Mitte den Querstrich ziehen. So, soweit ist das schon mal vorbereitet. Hier werde ich gleich stempeln und da habe ich mir überlegt, es wird wirklich was, ja, so ein Lesenachmittag. Ich habe hier auch irgendwo in Kiel oder so oder in Neumünster gibt es das bestimmt auch. Eine Buchhandlung mit, vielleicht gibt es in Neumünster, weiß ich nicht, mit Kaffee entdeckt. Und dann würde das hier so mal, ja, eine Geschenktüte sein. Vielleicht gibt es auch ein Buch drin und vielleicht ist schon wieder ein Gutschein dran. Von wegen ein Nachmittag im Café. Im Büchercafé. Dafür stempel ich mal so ein paar Bücher hier drauf. Also Bücherregale natürlich. Halbe und ganze. Und ganz halbe. Und dann hier mein Platz fürs Käffchen vorne unten hin. Du siehst, das ist der Plan. Hier lässt sich also alles stempeln und vielleicht auch noch schnell kolorieren. Schau mal, was hier so ist. Ja, das weiß ich, mir fällt es wieder ein, unterlegen. Vielleicht hast du es gemerkt, hier ist der Ton, glaube ich, anders, das Bild vielleicht auch, das Ganze ist anders. Ich habe hier neue Technik und muss erstmal ein bisschen ausprobieren. Mal schauen, ob das schon das Gelbe vom Ei war mit den Einstellungen. Naja, das war nach den 3 Stunden für diesen filigranen Anhänger. Es war nicht ganz 3 Stunden, aber es war schon viel. War die nächste Sache dann das Ausprobieren der Technik. Ich sage dir nur eins, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. So. Es wird nicht so viel koloriert. Ich gehe hier einmal durchs Bücherregal. Ein paar Buchrücken erwischt es, vielleicht auch mal so ein Schild. Aber dann ist das auch schon wieder gut. Weil muss ja auch nicht so überladen bunt sein. Also wirklich nur minimal. Und ich nehme eher die hellen Farben. Kann ich, glaube ich, besser mit. So. Weiß ist ja auch schön, ne? Mein, bin ja auch Verfechter von Schwarz, aber Weiß ist ja auch schön. Schwarz ist auch eine schöne Farbe, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber Weiß kann sich auch sehen lassen. So. Vielleicht haben wir sie alle. Ja,
Irgendwie fehlt noch was, oder? Ein bisschen Kalypso ins Regal geht auch noch. Klar. Soll der Geiz. So. Ein wenig Kalypso im Bücherregal hat noch keinem geschadet. Jo, das haben wir. Das Ganze ist schön bunt. Und um die ganze Räumlichkeit noch ein wenig anzubringen, geht hier natürlich Babyblau geht immer. So. Einmal im Groben gucken, wie das Ganze ausschaut. Und dann werden wir es einpacken. Eintüten. So, gut. Alles klar, das läuft. Jetzt ist immer der Moment, wo nichts schief gehen kann, wo man nichts vergessen darf. Zum Beispiel könnte ich da oben gleich ein Schleifenband reinsetzen und das mache ich auch. Ich muss ja einmal schauen, ob ich das finde, was ich suche. Ja, ich nehme durchaus mal das Boho-Blau. Da gibt es ja dieses einmal das wunderschöne Band, was ich hier schon bei den Henkeln verwendet habe. Aber ich setze hier oben auch, aber das mache ich länger. Moment, ich muss noch einmal. Sie muss denken. Gut. Ich mache das so, dass ich hier dieses reinsetze. Ich werde nachher da oben die Schleife drauf setzen. Dadurch ist das dann alles verdeckt. Gleichzeitig geht das hier ran. So. Die Enden schnippeln wir gleich ab. Das geht da oben drauf. Dann sitzt eine Schleife drauf, wie wir schon gesagt haben. Genau. So. Jetzt müssen wir uns ranhalten, sonst geht hier gleich der Wecker los. Glaubst es? Mann, Mann, Mann. So, das Schüttelelement. Kleiner Tipp am Rande. Das wird nicht da reingekippt, weil das positioniert sich so schlecht, sondern das setze ich hier drauf. Und ruhig immer ein bisschen mehr. Warum? Weil es verläuft sich. Nicht, dass man denkt, was, schüttel und dann schüttelt es nicht. Die Folie aus dem bezaubernd bunt, also aus dieser, die bei der Produktreihe im Katalog mit dabei ist, kann man übrigens beidseitig verwenden. Auf der einen Seite Silber und auf der anderen Seite Gold. Deswegen siehst du hier Gold. Und wenn es dann drauf liegt, ist ja andersrum, haben wir Silber. So, jetzt. Können wir noch was machen? Wir wissen es nicht. Wir setzen jetzt einfach drauf, so gerade wie möglich. Das ist immer relativ. So, es schüttelt schon mal richtig gut. Also kann keiner sagen, es wäre nicht genug drin. Das haben wir da oben. Das Bändchen sitzt super. Machen wir auch schon eine Schleife. Die setzen wir gleich ran. Vielleicht wunderst du dich, warum ich das Bändchen so umgeklebt habe. Ich schneide das oben auseinander und dann kann ich es eben wirklich um meine Tasche, um den Henkel drum binden. Und wieder abmachen. So. Weil auffädeln ging schlecht. Ja, das ist richtig. Die Schleife, da arbeite ich ja doch gerne mit den Klebepunkten hier, diesen kleinen. Das ist oben schon mal versehen und dann wissen wir, was wir schon haben. Das Band ist schlecht geschnitten. Entweder liegt es an der Schere. Es liegt an der Schere. Kann ja nicht sein. Haben wir Klebstoff mitgeschnitten. Kleiner Tipp, wenn deine schöne Schere nicht mehr funktioniert und so vor sich hin klebt, kein Problem. Was musst du machen? Ja, sage ich dir. Und zwar kannst du dann einfach, ich nehme hiervon, während ich so vor mich hin laber, mit Alkohol. Also so 99,7%iger Alkohol, den wir ja gerne benutzen, wenn wir zum Beispiel Alkoholtechnik machen. Mit den Stampin' Blends macht sich das super, habe ich auch schon mal gezeigt. So, hier unten kommt der drauf, den setzt man unten einfach gegen. Da könnten wir noch einen Spruch drauf machen. Und zwar, wir machen mal einen Tag zum Genießen, so nach dem Motto, ich wünsche dir einen Tag zum Genießen. So. Ja, wir nehmen mal die Farbe, um sie nochmal aufzugreifen. Das fröhliche Schwarz. Ein Tag zum Genießen. Setzen wir da drauf. Setzen wir da hinten hin. Hauen wir hier vorne jetzt mit Abstandsklebepunkten drüber. Ich brauche nur die kleinen griffbereit, weiß auch nicht. Es sind eigentlich so viele da und immer sind die falschen griffbereit. Egal. Das macht ja nichts. So, ich überlege schon mal, was ich alles vergessen haben könnte. Hier, der mit dem Fuchs ist natürlich auch schön, ne?
Mal den Fuchs ins Bild halten. Das wird hier eine seriösere Variante. Da ich hier unten den Tisch mit den Stühlen habe, setze ich das Schild natürlich etwas tiefer, damit man das auch sieht. Ja klar. So, und ein Stück nach rechts. So, und dann wäre zum Überlegen gewesen, ob man hier noch so kleine Elemente draufsetzt, wie zum Beispiel die Laterne. Die Laterne ist eigentlich wirklich schon, die ist fast machbar, aber da unten habe ich eben die Stühle jetzt. Deswegen fällt die Bank schon mal weg. Also die Laterne könnte ich mir hier hinten vorstellen. Aber ich lasse das. Kennt da ja schon von mir. Manchmal kommt dann die Idee später noch. Aber so grundsätzlich bin ich eigentlich schon zufrieden. Jetzt schneide ich das hier oben eben mittig auseinander und kann den dann wunderbar hier an meine Tasche hängen. Einfach ranknoten und das Ende nach innen plumpsen lassen. So, da haben wir den Anhänger auf der Tasche drauf. Und hier haben wir den anderen von vorher. Und von der Tasche machen wir jetzt noch Folgendes. Wir falten dieses Stück, was wir vorhin abgeschnitten haben. Zum Glück haben wir es ja abgeschnitten, als wir es schon gefaltet hatten, also hinterher. Ich setze hier einmal einen Klebestreifen drauf. Das ist einfach wirklich nur als kleine Dekoration gedacht für meine Tüte, um diesen Rand von oben nochmal aufzugreifen. Und dann gehe ich auf das Stück mit der Klebekante, nämlich hier. Und setze das unten einmal komplett um. So, und schon ist das auch wieder passend. Vielleicht mit einer Farbe, die sich etwas mehr abhebt. Aber auch so, finde ich, passt das ganz gut. Ja. Das war meine Idee mit der Produktreihe Bummelzeit. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was Annalena euch gleich zeigt. Es dauert vielleicht noch. Nein, es geht sofort nahtlos weiter. Wir schauen mal. Einfach zu Annalena rüber switchen. Ich habe das hier am Ende des Videos verlinkt. Ansonsten gibt es hier noch viele Anleitungen und Ideen weiter. Ja, und jetzt ist eigentlich die Spannung, nachdem, also zum einen schreibt mir mal, wie ihr das Paket fandet, was ihr nachgebastelt habt, ob ihr schon was nachgebastelt habt. Und jetzt können wir, wie gesagt, die Spannung steigt, schauen, was als nächstes für eine Produktreihe bei uns auf dem Arbeitstisch liegt. Ich bin auch schon gespannt, vor allem was uns dazu einfällt. Gleich zu Annalena gehen und ansonsten gibt es bei mir jede Menge Anleitungen und Ideen, die sind verlinkt, die findest du und abonniere am besten den Kanal, dann kann dir nichts mehr an dir vorbeigehen. Okay, bis gleich im nächsten Video.